Eine Videoüberwachungskamera an der Wand ist was anderes wie eine Hausordnung. Eine Hausordnung sagt einem genau, hier dürfen Sie das nicht und das ist auch noch untersagt. Eine Videoüberwachung ist wesentlich unspezifischer, wesentlich diffuser. Die sagt uns nur, Sie werden beobachtet, wir haben Sie im Blick, wir können gegebenenfalls zugreifen. Sie sagt aber nicht spezifisch, was gemacht ist. Und dieses nicht genau sagen, was denn jetzt ein normales Verhalten ist, was ein angemessenes Verhalten ist, was jetzt verboten sein könnte, gehört meiner Meinung nach zur Wirkungsweise von Videoüberwachung, weil Videoüberwachung uns ja auch, und das ist sozusagen die grundlegende Ambivalenz, die grundlegende Unentschiedenheit, Videoüberwachung ja uns auch nie genau sagt, was ihre eigentliche Botschaft ist. Nicht einerseits sagt sie, Achtung Verbrecher, wir kriegen euch, pass bloß auf, hier ist der Staat, hier ist der gefährliche Staat, der Polizeistaat, der Staat, der gleich zugreift, der eine Gewalt hat. Und gleichzeitig muss so eine Kamera uns sagen, alles ist in Ordnung, ihr dürft euch sicher fühlen, euch wird nichts geschehen, wir sind da für euch. Also zwei völlig konträre Botschaften mit einem und derselben technischen Gerät. Und sozusagen, das ist eine Grundspannung am Beginn sozusagen von so einer Videoüberwachung, die nicht aufgelöst werden darf. Was Foucault sehr richtig erkannt hat, er hat anhand von einem sehr spezifischen Gefängnistyp, der im 18. Jahrhundert mal als Idee aufgekommen ist, der sogenannte Panoptikon, hat er beschrieben, wie Macht dadurch funktioniert, indem man die Leute wissen lässt, dass sie ständig und überall und in jeder ihrer Bewegungen überwacht werden und dass sie dadurch unter dem Gefühl dieses immer anwesenden Blicks die Regeln und Gesetze und Verordnungen internalisieren und sich anfangen selbst zu überwachen. Das ist sozusagen ein Gegenmodell zu, oder sozusagen in Abgrenzung auch gemeint zu so einem Modell wie 1984 in George Orwell, mhm, wo der Staat immer gewalttätig vorgehen muss. Also der Staat muss immer drohen bei George Orwell. Es ist immer ein repressiver Staat. Da muss ich auch immer zeigen, dass er überwacht wird. Also bei George Orwell kennen wir alle diese großen Teleschirme. Und wie Foucault das Panoptikon beschreibt, beziehungsweise die panoptische Gesellschaft, die ist wesentlich subtiler. Da gibt es eben gerade kein Gesicht mehr. Es gibt nur noch die Androhung, überwacht zu werden. Oder dass man in jedem Augenblick überwacht werden könnte, im Grunde genommen. Und Foucault beschreibt sehr überzeugend, wie diese weniger gewaltförmige Überwachung tatsächlich viel durchdringendere Machtformen ausbildet. Ich argumentiere in meinem Buch auch dafür, dass man auch Unterschiede sehen muss zwischen dem, was Foucault als panoptische Gesellschaft beschreibt und eben wie Videoüberwachung funktioniert. Aber es gibt viele vergleichbare Momente. Also Videoüberwachung übernimmt viele Elemente davon, indem wir eben auch nicht tatsächlich im Blick, also nicht tatsächlich ein Gesicht gegenüber sitzen, sondern ich nenne es einmal einen Blick ohne Auge sozusagen. Also die Kamera ist ja nur sozusagen die Botschaft an uns, ihr könntet gerade gesehen werden. Wir wissen nicht, sitzt da jetzt gerade jemand am Monitor oder nicht, wird aufgezeichnet oder nicht. Ist es nicht vielleicht nur eine Attrappe? Es gibt natürlich auch Dummies, Attrappen, die überhaupt nicht funktionieren, die aus Pappe sind. Es gibt auch Situationen, wo nur ein Hinweisschild hängt. Und ich meine, eine Kamera, da ist irgendwo ein Hinweisschild an der Wand. Video überwacht, nicht? Es wird Video überwacht, es ist groß und bunt und prominent und keiner kann es übersehen. Und es reicht schon im Grunde genommen, um diesen Effekt herzustellen, sich überwacht zu fühlen. In Mitte der 90er hieß es, wir brauchen diese Technik, um organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Dann hieß es die Drogendealer, dann hieß es die Terroristen. Jetzt heißt es auch die Leute, die ihren Müll auf die Straße schmeißen oder die kleinen Kinder, die verloren gehen oder was weiß ich. Im Grunde genommen ist es Autofahrer, die zu schnell fahren. Also natürlich sowas. Also es wird beinahe beliebig. Irgendwas passiert und die Leute sagen, wir brauchen eine Videoüberwachung. Und worauf die Leute in den Monitoren achten, ist immer ein sogenanntes Normalverhalten. Also ein Normalverhalten in einem Parkhaus ist, jemand kommt rein, geht gerade zu seinem Auto, geradewegs auf sein Auto zu, steigt ein, fährt weg. Wenn jemand reinkommt, zum ersten Auto geht, an der Tür rüttelt, zum zweiten Auto geht, an der Tür rüttelt, zum dritten Auto geht, an der Tür rüttelt, ist es klar, dass er höchstwahrscheinlich ein Autodieb ist. Also mal versucht, ob irgendjemand die abgeschlossen hat. Man redet so, als würde die Videokamera was sehen, die sieht überhaupt nichts. Die zeichnet nur auf und übermittelt optisch Signale. Wenn der Mann hinter der Videokamera, sozusagen der Mann am Monitor, der Mann oder die Frau am Monitor, wenn der das rechtzeitig erkennt, einen Gefahrenmoment, das rechtzeitig kommuniziert und wenn dann vor Ort Leute sind, die das unterbinden können oder Verbrecher, Straftäter in flagranti erwischen können oder sozusagen die Schlägerei verhindern können oder sofort die Leute festnehmen können die daran beteiligt sind und so. Das ist die einzige Art und Weise, wie Videoüberwachung funktionieren kann. Die aber auch große Irrtümer in sich birgt. Sie beschreiben das selbst in Ihrem Buch, also in England. Diese Hysterie mit dem Attentaten in den U-Bahnen war dort, also dieser Brasilianer Menes, dann durch eine Überwachung fälschlicherweise zu Tode gekommen ist. Genau, da hatte man, das war eine Situation, es war im Nachhinein dieser Anschläge vom 7-7, wie es in Großbritannien heißt, vom 7. Juli, diese ganz verheerenden Bombenanschläge ja auch in der Londoner U-Bahn,
gab es einfach eine Situation, wo man das Haus eines Verdächtigen observiert hat. Und es war wirklich eine ganze also eine Unmenge an Technik und Personal im Einsatz, die also sozusagen Spezialisten waren in ihrem Gebiet. Und am Ende, was passiert am Ende? Es wird ein völlig Unschuldiger, der sich in keiner Weise auch noch nicht mal verdächtig verhalten hat, wird in der U-Bahn, in einem öffentlichen Raum, dem wird 3-4 Mal in den Kopf geschossen. Der wird hingerichtet. Es ist unglaublich. Ich muss kurz so sagen, die demokratische Überwachung, ich weiß nicht, ob es ein guter Ausdruck ist oder nicht, aber das ist eine demokratische Totalüberwachung, die Demokratisierung der Überwachung. Also man sieht sozusagen, wie wieder diese Logik, dass alles muss gesehen werden, alles muss aufgezeichnet werden. Also ein bisschen fatalistisch auszudrücken, so ein Zug ist, der schlecht aufgehalten werden kann oder so. Selbst wenn man nämlich sagt, okay, das Mittel um, sag mal, die gefährlichen Seiten, die riskanten Seiten, so einer staatlichen Überwachung. Ich sage ja nicht, dass die nur böse ist oder so, das wäre eine Unterstellung, das mache ich gar nicht sozusagen. Aber es gibt auf jeden Fall Seiten des Missbrauchs und des Risikos und wo die Bürgergesellschaft auf jeden Fall aufgerufen ist, sich zu wehren oder dagegen Maßnahmen zu ergreifen oder sagen wir mal, ausbalancierende Maßnahmen zu ergreifen zu so einer einseitig staatlichen Überwachung. Und auf was für eine Lösung kommt man? Man kommt auf Gegenüberwachung. Man sagt, okay, wir zeichnen einfach alles auf und wir nehmen selber die Bilder in die Hand. Und ich bin da sehr skeptisch, ob das der richtige Weg ist im Grunde genommen, weil das bedeutet es, denn einerseits ist es ständiges Misstrauen. Ja, ist es ständiges Misstrauen. Einerseits gibt es viele Beispiele, wo es tatsächlich zu einer kritischen Gegenöffentlichkeit geführt hat, wo es zu mehr Transparenz geführt hat, wo es gewisse Missstände aufgedeckt hat oder Skandale wie in London, wo ja ein Mann an einem Herzinfarkt zu Tode kam, wo die Polizei zuerst gesagt hat, naja, das war ein Herzinfarkt, das hat der Arzt festgestellt. Wir haben versucht, erste Hilfe zu leisten, wir kamen leider zu spät und wieder eine Aufnahme von einer Privatperson, das mit seinem Camcorder aufgenommen hat und mit seinem Handy vielleicht, ich weiß nicht, der das dann an Guardian geschickt hat, dann gezeigt haben, dass dieser Mann vorher Opfer von Polizeigewalt geworden ist, also sozusagen von Gegenüberwachung. Und diese Hoffnung auf Gegenüberwachung teilen viele sozusagen, dass wir im Grunde genommen, also, oder wir, dass sozusagen die Bürgergesellschaft, wenn sie schon so viel beobachtet wird vom Staat, den Spieß umdrehen sollte und dass wir diese Bilder nutzen können, um eine kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen oder alternative Versionen von der sozusagen von oben herab verbreiteten Meinung zu haben. Und andererseits ist sozusagen en gros gerechnet, ich finde es eine furchterregende Vorstellung, ehrlich gesagt, wenn wir uns alle ständig filmen würden. Dieser berühmte Satz von Benjamin im Kunstwerkaufsatz, jeder Mensch kann heutzutage ein Recht vorbringen, gefilmt zu werden, den Benjamin, ich weiß nicht genau, in den 30er Jahren, sozusagen mit so einem optimistischen Grundtenor, erstmal optimistischen Grundtenor vorgebracht hat, in dem muss man eben den Satz von Wolfgang Bosbach entgegensetzen, CDU-Innensenat. Den hat er damals, glaube ich, in seiner Zeit als CDU-Innensenator von Berlin gemacht. Zitat Wolfgang Bosbach, niemand kann das Recht geltend machen, unerkannt durch die Stadt zu gehen. Und das klingt aus seinem Mund natürlich ganz anders als aus Benjamins Mund, obwohl sie sehr nah aneinander sind.